Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es um den Smart City Index 2023 vom Bitkom. Der Bitkom ist ja so der Internetverband, könnte man sagen, oder der IT-Verband und alles rund um die modernen Telekommunikationstechniken. Und die veröffentlichen regelmäßig seit einigen Jahren wichtige Infos zur Smart City-Entwicklung in Deutschland, machen so ein Ranking der smartesten Städte, untersuchen dabei alle Großstädte mit mehr als 100.000 Einwohnern und haben jetzt kürzlich Daten veröffentlicht, die jetzt praktisch aktuell sind, ne, der Index für 2023. Wenn man aber schon den Begriff Index hört, ne, dann ist das natürlich vor allem erstmal eine Datensammlung und wie gesagt so ein Ranking mit diversen benoteten Faktoren, könnte man sagen. Aber das ist keine komplette Studie. Da kommt auch noch was, dazu dann gleich mehr. Wenn ihr auf der Bitkom-Seite, ist natürlich alles unten verlinkt, auf den Smart City Index geht, dann seht ihr hier eben die Info, ne? Das ist ein Digital-Ranking für die Großstädte, wo 12.717 Datenpunkte verarbeitet worden sind. Und die Ergebnisse sind für jede Stadt einzeln abrufbar. Jetzt ist hier ein Ranking, was eben sagt, naja, in dem Gesamtbewertungsindex ist jetzt München Platz 1 und Hamburg von Platz 1 auf 2 runter und so weiter und so fort. Da kann man eben sagen, okay, was interessiert mich? Ne? Meinetwegen Jena, das ist am nahesten an mir, da habe ich auch schon mal gewohnt vor einigen Jahren. Sieht man so ein bisschen, ja, wo stehen die aktuell und wo sind die praktisch in ihrer Bewertung? Wo sind die ein bisschen besser, ein bisschen schlechter? Zum Beispiel, ne, in der IT gut, in der Energie und Umwelt eher schlecht. Und mit auch einer kurzen Platzierung. Und das ist ganz, ganz interessant, aber okay, was mache ich jetzt damit? Man kann hier noch ein bisschen weiter reinschauen und was ich besonders, gut, man kann jetzt zum Beispiel auch sagen, ja, ich will jetzt mal Thüringen nehmen, da ist es aber nicht besonders überraschend, was da rauskommt, weil wir haben jetzt gar keine Städte, die dann hier irgendwie großartig in den größeren Regionen sind. Das kann ich hier mal so auf Anwenden drücken und dann kommt keine überraschende Information, weil wir haben ja hier nur zwei Städte. Also haben wir jetzt das Ranking für Jena und Erfurt entsprechend nochmal hier aufgeführt. Also ihr könnt ja so ein bisschen mit dieser Karte spielen und euch die Daten hier entsprechend rausholen und könnt eben sagen, mich interessiert meinetwegen alles in Bayern mit einer gewissen Größe. Ja, okay, so weiterführende Information. Hier sind Ergebnisse und Methodenübersicht. Das könnte also nochmal ein bisschen interessant sein. Dementsprechend einfach mal reingucken und bei den Ergebnissen habt ihr dann tatsächlich hier eine PDF, das dauert gerade schon nicht lange, ah ne, da kommt's, mit 38 Seiten, aber auch das ist nur eine tabellarische Aufstellung, immerhin aber mit Einführung darüber, was man genau bewertet hat. Also hier in der Kategorie Verwaltung gibt es eben diese Unterpunkte, die hier bewertet worden sind und die in das Ranking praktisch reingerechnet werden. Ne? Meinetwegen hier Online-Zugangsgesetz, Leistungen, wie werden die verwaltungstechnisch hier gemacht? Alles schön und gut. Und dann gibt es natürlich auch den Bereich Energie und Umwelt und da wird es schon spannend. Ne? Intelligente Straßenbeleuchtung mit den diversen Unterpunkten, Energielösungen mit diversen Unterpunkten, ne? Wie sehr PV und nachhaltige Wärme und Smart Metering, Umweltmonitoring, Elektrofahrzeuge, Ladeinfrastruktur für eben diese. Emissionsarme Busse ist, oder allgemein der ÖPNV ist entsprechend ein wichtiges Thema und sonstiges, ne, weitere Digitalprojekte, die irgendwie besonders bewertet werden sollten. Und dann habt ihr darunter schlussendlich einfach nur das Ranking in den jeweiligen Bereichen und seht dann eben zum Beispiel, dass hier jeweils in diesen Oberkategorien bestimmte Punkte gesammelt sind und dann gibt es da eine Gesamtpunktzahl und dementsprechend die Reihenfolge und dann das Ganze nochmal für die einzelnen Unterpunkte. Und wenn wir dann eben sagen, ne, Energie ist für uns jetzt interessant, dann gehen wir also hier hin und sehen, in dem Bereich intelligente Straßenbeleuchtung ist Trier perfekt, Energielösung auch, Umweltmonitoring auch, Anteil E-Fahrzeuge okay, Ladeinfrastruktur relativ schlecht, emissionsarme Busse wieder richtig gut, sonstiges geht so. Ja, und dementsprechend kommt ihr dann hier auf diese sehr gute Bewertung. Das ist das, was man hier so ein bisschen herauslesen kann. Mehr ist aber in diesem Dokument erstmal nicht, einfach nur diese tabellarische Auflistung und vor allem oben, was
bewertet wurde. Das kann natürlich eine Inspiration sein für ein Stadtwerk, was zum Beispiel jetzt Smart City Dinge mal machen soll im Energie- und Umweltbereich. Da kann man so ein bisschen rauslesen, was machen denn die anderen? Und wie sind die da jeweils gut aufgestellt? Und wer da gut bewertet ist in bestimmten Bereichen, ne, da kann ich ja mal auf die Webseiten gehen oder mal Kontakte spielen lassen und mal nachfragen, was habt ihr da gemacht? Ne, also das vielleicht so für euch als Ansatzpunkt für Inspiration. In der Methodenübersicht habt ihr einfach nur eine Studienmethodik, das heißt, hier wird nochmal darauf eingegangen, was da genommen wurde und wie das Ganze dann berechnet wurde. Darauf gehe ich jetzt also nicht tiefer ein, das ist nur ein bisschen Hintergrundinformation. Wir haben aber darunter geht es ins FAQ, dann ist hier nochmal eine wichtige Information, nämlich gibt es eine qualitative Einordnung der Ergebnisse. Dann steht hier nämlich, eine qualitative Auswertung voraussichtlich im Februar 2024 veröffentlicht. Und weil ich jetzt wieder geklickt habe. Oh mein Gott, was ist hier? Im Februar 2024 gibt es dann wahrscheinlich eine Veröffentlichung. So, bis dahin also noch mal ein bisschen Geduld, was weitere Hintergrundinformationen angeht. Aber das ist schon mal gut zu wissen. Und dann habt ihr unten nur noch mal diverse weitere Beiträge. Wer sich jetzt mit diesem Thema aber weiter auseinandersetzen will, also wer sich jetzt inspiriert fühlt oder so erste Ansätze hat und will jetzt weiter reingehen. Der Bitkom ist ja wie gesagt ein Verband, der sich genau mit diesen ganzen Themen beschäftigt, also könnt ihr auch mal schauen, ne, Themen und dann seht ihr zum Beispiel Umwelt und Nachhaltigkeit, das ist ja ungefähr unser Energiethema und dort könnte man jetzt sagen, ja, was gibt es denn hier Schönes, ne, an Publikationen und Plups und bla, also hier zum Beispiel, ne, Klimaschutz ist langfristige Wettbewerbsfähigkeit oder die Bedeutung von Primärdaten. Ja, okay, Klimaschutz ist auf jeden Fall ein Thema, was man als Stadtwerk oder Energieunternehmen auf jeden Fall angehen sollte. Und dahinter steckt es eben wieder ein, wie auch steht, Leitfaden. Neben diesem Blogbeitrag ist dann nämlich hier ein Dokument, was man sich runterladen kann. Und in diesem sind es diverse Informationen, zum Beispiel auch im Kontext von ESG-Daten. Und wir werden auf diesem Kanal nochmal deutlich tiefer auf ESG und andere Rahmenbedingungen für zum Beispiel die Wohnungswirtschaft eingehen, die von Stadtwerken genau angegangen werden können. Ich habe in den letzten Jahren relativ viele Schulungen und auch Vorträge gehalten rund um den Kontext, wie man als Energieunternehmen zum Beispiel auf die Wohnungswirtschaft, auf Immobilienkonzerne und so weiter zugehen kann, um die eigenen Energielösungen dort anzubieten. Denn die brauchen das ganz dringend. Also wer sich ein bisschen mit dem Thema auseinandersetzen will und Grundlageninfos braucht oder einfach mal so Studienmaterial braucht, um seine eigenen Daten und Zusammenfassungen und wegen seiner eigenen Geschäftsführung gegenüber da verteidigen zu können, hier habt ihr auf jeden Fall wichtige Infos. Und allein hier am Ende, das finde ich dann fast schon am wichtigsten, gibt es diverse Quellen, die für Infos hier verwendet werden können. Und die sind auch hier jeweils verlinkt hinter diesen fettgedruckten Punkten. So. Kann man sich also mal ruhig genau angucken. Wir werden das Thema ESG in einem Folgevideo mal auseinandernehmen. So, wie gesagt, ansonsten beim Bitkom findet ihr ja hier verschiedene Informationen, auch so, ja, Mediathek, wo man vielleicht auch nochmal andere Publikationen finden kann. Aber kleiner Tipp, weil es demnächst ansteht. Die Smart Country Convention. Die ist im November. Nämlich genau am 7. bis 9. November 2023 an sich in Berlin, aber eben auch online. Kostenfreies Ticket sichern, weil es ist halt vom Staat her bezahlt. Und ihr könnt euch hier, wie man da gleich sehen kann, relativ viele Sessions potenziell anschauen oder an Workshops teilnehmen. Es ist, wie gesagt, ein kostenfreies Ticket. Es gibt dann auch Veranstaltungen dort, die, meine ich, nur mit einem richtigen Ticket funktionieren, also mit einem bezahlten Ticket. Das sind so Sonderveranstaltungen, aber der Rest, auch die ganzen Vorträge, sind kostenfrei. Geht also im Zweifel mal hier auf Programm und Programmübersicht und dann lädt sich hier so eine, okay funktionierende Veranstaltungsagenda, wo man dann eben sehen kann, was es hier für Punkte gibt. Ne? Hier digitale Technologien zur Stärkung von Nachhaltigkeit. Das sieht man hier, ne? Das ist eine Keynote. Da kann man so draufklicken und dann sieht man, wo das dann vor Ort wäre. Und hier wird dann, wenn man das Ticket sich geholt hat, das Online-Ticket praktisch, wird dann hier auch zum Beispiel werden die Infos für den Stream verlinkt sein. Also es gibt hier jede Menge parallel laufende Online-Video-Streams, wo die Vorträge und Panel-Diskussionen zum Beispiel entsprechend auch dargestellt werden. Das ist auf jeden Fall eine coole Geschichte, weil es ist kostenfrei. Ich habe die letzten Jahre, wenn es terminlich ging, mir das eigentlich immer angeschaut. Ich war auch ein, zwei Mal bei der Smart Country Convention vor Ort in Berlin.
Also kann ich nur insoweit empfehlen. Und ansonsten, wie gesagt, beim Bitkom selbst haben wir neben dem Smart City Index, den ich unten direkt verlinke, in der Navigationsstruktur natürlich auch noch jede Menge andere Informationen rund um die Digitalisierung, die eben auch auf die Daseinsvorsorge zum Beispiel zutrifft und die im Smart City Kontext dementsprechend ja auch für Stadtwerke und Co., für Netzbetreiber entsprechend wichtig wäre. Habt ihr Anmerkungen, Fragen und Co. zu diesem Smart City Kontext oder ganz genau zu diesem Smart City Index von Bitkom, dann gerne unten in die Kommentare schreiben. Und ansonsten wie immer, liked das Video, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke und verpasst auch nicht die nächsten Videos. Bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert.